Willkommen bei der Wuselstunde. Ich bin die Charlotte und ich lese euch heute die Bloggerbande im Trikottrubel vor. Hier sieht man einmal die Antonia, den Finn, den Tarek und die Selina. Viel Spaß beim Zuhören. Mit gesenkten Köpfen stapfte Antonia, Tarek, Finn und Selina durch den Wald. Bist du sicher, dass wir richtig sind, Silly? Murmelte Finn. Selina nickte. Irgendwo hier muss der Fuchs wohl sein. Das weiß ich genau. Doch ganz überzeugt wirkte sie nicht. Mit ihren 9 Jahren war Selina die Jüngste in der Bloggerbande. Sie war immer in Sorge, dass die anderen sie auslachten und achtete darauf, keinen Fehler zu machen. Nun war sie sich nicht mal so sicher, ob es gut war, ihre Freunde auf den Fuchsbau in der Nähe des Bauernhofes ihrer Eltern hinzuweisen. Die Bloggerbande war auf der Suche nach der Beute eines Bankräubers. Er hatte sie vor 40 Jahren versteckt, ehe die Polizei ihn verhaftete. Im Gefängnis hatte er Hinweise notiert, damit er das Versteck nicht vergaß. Diese Hinweise hatte die Bloggerbande in einem Forum über versteckte Schätze im Internet entdeckt. Und nun versuchte sie, das Geld zu finden, das noch immer verschwunden war. Fuchs, du hast mein Geld gestohlen, lautete ein Hinweis und Tarek hatte die Idee gehabt, dass das Geld in einem Fuchsbau sein könnte. Da vorne ist etwas, unterbrach Finn Selinas Grübeln und zeigte auf ein tiefes Loch unter einem Baum. Sofort rannten Antonia und Tarek los. Dabei versuchten sie, sich gegenseitig abzudrängen, als müssten sie einen Fußball verteidigen. Darin hatten sie Übung, denn beide spielten in einer Fußballmannschaft. Nicht in der gleichen, aber beide waren ziemlich gut. Tarek wollte Profifußballer werden und trainierte mehrmals pro Woche. Antonia waren mittlerweile das Zeichen und Schreiben wichtiger als Sport. Aber trotzdem war sie die Schnellste in der Mannschaft und bekannt für ihre Dribbling-Tricks. Selina holte ihre Kamera aus der gehäkelten Umhängetasche. Sie folgte den beiden und hielt die Kamera vor ihr Auge, um nichts zu verpassen. Ich warte hier, meinte Finn. Er hatte keine Lust, noch weiterzulaufen. Wenn er sein Longboard dabei gehabt hätte, okay, aber auf dem Waldweg hätte er ohnehin nichts damit anfangen können. Er setzte sich auf einen Baumstamm und schaute auf sein Handy. Vielleicht hatte ihm ja einer seiner Computerfreunde geschrieben. Mist, fluchte Finn leise. Hier im Wald hatte sein Handy keinen Empfang. Ehe er weiter vor sich hinschimpfen konnte, hörte er laute Rufe. Die eine Stimme gehörte Tarek, doch von der anderen Seite rief noch jemand. Das war doch die Stimme von Selinas Oma. Der Wald lag hinter dem großen Bauernhof, auf dem Selina mit ihren Eltern, ihrem 14-jährigen Bruder Torben, der 4-jährigen Mia und den Großeltern lebten. Torben spielte genau wie Tarek beim SV Burghausen. Allerdings in einer anderen Mannschaft, da er 3 Jahre älter war. Auch Selina hatte das Rufen ihrer Großmutter gehört. Sie stürzte an den anderen vorbei. Selina drängelte Finn und war schon mit Antonia und Tarek verschwunden, ehe er antworten konnte. Finn erhob sich von seinem gemütlichen Platz auf dem Baumstamm und seufzte. Wenn sie nur nicht immer wieder bei ihrer Suche nach der Beute unterbrochen würden. Er zog sein Handy aus der Tasche und fotografierte die Stelle, an der er den Fuchsbau vermutete. Die anderen mochten auf den Füßen schneller sein, aber er konnte in seinem Kopf mithalten. Er hatte jedenfalls keine Lust, noch einen Nachmittag mit der Suche nach einem Fuchsbau zu verbringen, den sie schon einmal gefunden hatten. Als Finn den Bauernhof erreichte, war klar, dass der Bankraubfall vorerst hinter einer anderen Suche zurückstehen musste. Oma hatte gerade entdeckt, dass jemand die Trikots von Torbens Fußballmannschaft geklaut hat, erklärte ihm Selina. Ist das nicht auch deine Mannschaft, Tarek? Erkundigte sich Finn. Selinas Bruder spielte in einer anderen Altersklasse. Ich bin D-Jugend, er ist C-Jugend. Das habe ich dir doch schon mal erklärt, meckerte Tarek. So ein Mist. Wenn wir die Trikots nicht finden, können die Jungs der C-Jugend morgen nicht spielen. Dann werden die Mertofer Klassenmeister. Das wäre die absolute Katastrophe. Dann kauf doch einfach neue Trikots. Finn sah ein, dass es blöd war, dass die Trikots weg waren. Aber so dramatisch, wie Tarek es darstellte, war das Ganze auch wieder nicht. Mensch, Finn, es ist Samstagnachmittag. Die Trikots müssen doch bedruckt werden und es müssen 11 in der richtigen Farbe sein. Antonia stellte sich vor ihn und starrte ihn an, als wollte sie die Informationen in seinen Kopf pusten. Ist ja gut, ich hab's kapiert. Das waren bestimmt die Jungs aus Merdorf, vermutete Tarek. Selina sah die anderen an. Da hatten sie wieder mal eine Aufgabe, die unlösbar schien.
Die vier setzten sich an den Gartentisch, auf den immer ein Karaffe mit dem leckeren Apfelsaft stand, den Selinas Großeltern aus eigenen Äpfeln herstellten. Es muss jemand hier gewesen sein. Die Trikots sind ja nicht wohl von alleine weggeflogen, sagte Antonia und goss sich ein Glas Saft ein. Weggeflogen, wiederholte Selinas Schwester Mia, die vom Sandkasten zu ihnen gekommen war. Antonia ging in die Hocke und sprach das kleine Mädchen an. Hast du jemanden gesehen, Mia? Mia schüttelte den Kopf. Sie war immer etwas schüchtern und ruhiger, wenn jemand anderes als ihre Familie mit ihr sprach. Weggeflogen, sagte sie noch einmal leise und blickte nach oben, als würden dort die Trikots fliegen. Antonia lächelte Mia an und stand wieder auf. Vielleicht hatte Mia wirklich etwas beobachtet, überlegte Antonia. Sie lief rüber zu den Wäscheleinen, die auf der Wiese zwischen 6 hohen Bäumen gespannt waren. Fällt euch etwas auf? Fragte Antonia. Tarek dachte, was soll da sein? Bäume und Wäscheleinen. Selina sagte, ich glaube, ich weiß, was du meinst, Antonia. Tarek und Selina waren Antonia zu den Wäscheleinen gefolgt. Finn blieb lieber sitzen. Er stand nur kurz auf, um Mia auf den Stuhl zu helfen und ihr die Blätter und Buntstifte hinzuschieben, nach denen sie ihre Arme ausstreckte. Dann schaute er zu den Wäscheleinen hin. Er konnte nichts Besonderes erkennen. Wenn man von den riesigen rosafarbenen Unterhosen absah, die dort hingen, Finn musste kichern, die waren eher peinlich und hatten sicher nichts mit den verschwundenen Trikots zu tun. Mia berührte den Arm, den Finn auf den Tisch gelegt hatte. Sie schob ihm ein Bild hinüber. Im ersten Augenblick dachte er, sie hätte einen Himmel mit Vögeln gemalt. Dann verstand er, dass sie Trikots sein sollten. Überrascht stellte er fest, dass Mia 11 Trikots an dem Himmel gemalt hatte, obwohl sie noch nicht zur Schule ging. Die 11 Trikots waren wie Schleifen an einem Drachen mit einer Leine verbunden. Fantasie hatte Mia jedenfalls. Das kleine Mädchen rutschte vom Stuhl und stellte sich neben Finn. Da, guck mal, sagte Mia und streckte ihm das Bild entgegen. Ist das für mich? Fragte Finn. Mia nickt ernst. Dankeschön. Und du meinst, die Trikots sind mit der Leine zusammen verschwunden? Mia nickt noch einmal. Du bist super, Mia, jubelte Finn. Du hast uns einen tollen Tipp gegeben. Die Kleine grinste über das ganze Gesicht und verzog sich wieder in den Sandkasten. Finn wollte gerade aufstehen, um den anderen Mias Hinweis mitzuteilen. Da kamen Tarek, Antonia und Selina schon zurück. Die haben nicht nur die Trikots geklaut, sondern die ganze Leine mit den Shirts, kam Antonia Finn zuvor. Sie ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Da muss man sich vorstellen, nehmen einfach die Leine und hauen ab. Geht auf jeden Fall schneller, als jedes Trikot einzeln abzunehmen, meinte Tarek. Bis man diese Klammern erstmal abbekommen hat. Das ist doch jetzt total egal. Mia hat es mit der Leine lange vor euch beobachtet. Finn zeigte den anderen Mias Zeichnung und die vier verglichen sie mit den Leinen auf der Wiese. Dass die mittlere Leine fehlt, ist mir auch gerade aufgefallen, erklärte Antonia. Aber diese beiden Stühle da zwischen den Bäumen nicht. Auch Tarek hatte die Stühle aber nicht beobachtet. Auf einem stand ein Schachtel mit Wäscheklammern, neben dem anderen ein Korb. Oma stellt die Stühle dorthin, damit sie sich nicht so tief bücken muss, um die Wäsche aus dem Korb zu nehmen, sagte Selina. Dann hat sie den Korb doch bestimmt auf den Stuhl gestellt und nicht daneben, meinte Finn. Selina nickte. Vielleicht hat jemand anderes den Korb auf den Boden gestellt, überlegte Finn. Du meinst, da können Fingerabdrücke drauf sein? Selina stand auf. Ich frag Oma. Sie rannte ins Haus. Tarek lief noch einmal zu den Leinen hinüber. Ich muss mal eben etwas nachschauen, sagte er. Antonia und Finn folgten ihm. Sie standen noch dort und betrachteten den Stuhl neben dem Korb von allen Seiten, als Selina angelaufen kam. Oma hat den Korb auf dem Stuhl gestellt und vor meiner Familie hat ihn niemand runtergenommen. Dann wissen wir jetzt immerhin schon mal, welche Schuhgröße der Trikotdieb hat, stellte Tarek fest. Er grinste und zeigte auf den lehmigen Fußabdruck auf dem Stuhl. Unser Täter ist vorher anscheinend im Matsch getreten. Merkwürdig. Bei dem trockenen Wetter? Wie kann das passiert sein? Ich glaube, ich weiß es, antwortete Selina und deutete auf ein Blumenbeet. Da hinten ist ein Loch in der Hecke. Vielleicht ist dort jemand hindurchgeschlüpft und durch das Beet gestapft. Oma hat die Blumen ganz früh heute Morgen gegossen. Daher die matschige Erde. Das kann gut sein. Sehr clever kombiniert, Silly, lobte Antonia sie.
Jetzt schauten sie alle auf den Abdruck. In dem Profil der Schuhsohle war gut eine 38 zu erkennen. Antonia lief zu den Bäumen am anderen Ende der Leine hinüber. Auch dort standen zwei Stühle. Sie stellte sich auf einen Stuhl und konnte die Leine erreichen, ohne sich besonders anzustrengen. Silly, kletter doch mal auf den anderen Stuhl, bat sie ihre Freundin. Selina sah sie verwundert an, tat aber, was Antonia von ihr verlangte. Sie musste sich recken, um die Leine zu berühren. Immerhin war sie einen Kopf kleiner als Toni. Was macht ihr denn da? Ohne dass die vier es bemerkt hatten, war Selinas Oma auf die Wiese gekommen. Sie fühlte, ob die rosa Unterhosen, die Finn beäugt hatte, schon trocken waren und nahm sie schließlich von der Leine. Antonia kletterte vom Stuhl und stellte sich neben Selinas Oma. Der Trikotdieb ist größer als Selina und kleiner als ihre Oma. Und jemand, der durch die Hecke geschlüpft ist. Also jemand, der so alt ist wie wir. Sag ich doch, die Jungs aus Meerdorf, sprachen die vier untereinander. Die vier saßen wieder am Gartentisch. Ich habe die Trikots doch schon heute Morgen früh aufgehängt, berichtete Selinas Oma. Deine Mutter hat die Waschmaschine angestellt, bevor sie um 5 Uhr zu ihrer Tour aufgebrochen ist. Selinas Mutter war Busfahrerin, am Wochenende meist mit ihrer Reisegruppe unterwegs. Selina fand das blöd, außer wenn Platz im Bus war. Denn dann durften sie und ihre Geschwister manchmal mitfahren. Beim nächsten Mal wollte ihre Mutter sogar die Bloggerbande mitnehmen. Torben sollte die Trikots aufhängen, Selinas Oma verzog das Gesicht. Aber der hat ja so lange geschlafen, da habe ich mich selbst drum gekümmert. Torben, der dazu gekommen war, grinste frech. Selina verdrehte die Augen, ihr Bruder war so blöd. Kilian ging Antonia in Deckung, weil Tarek einen Stift nach ihr warf. Hört doch auf, zischte Selina genervt, sonst kriegen wir die Trikots nie zurück. Obwohl du es echt nicht verdient hast, dass wir dir helfen. Sie sah ihren Bruder an. Torben machte sich ganz klein in seinem Gartenstuhl. Ist blöd gelaufen, nächstes Mal denke ich dran, die Trikots aufzuhängen. Wenn wir sie finden, meinte Finn trocken. Im Hintergrund waren plötzlich Geräusche zu hören. Sie erinnerten Selina an etwas. Hat Papa nicht beim Frühstück gesagt, dass ein Kunde kommt? Sie blickte ihre Oma fragend an. Ihr Vater hat an einer oder anderen genutzten Stelle eine Schreinerei eingerichtet und bekam viele Aufträge aus der Stadt und umliegenden Dörfern. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, antwortete Selinas Oma. Und Frau Freitag hat auch Eier geholt. Ich bin sicher, dass der Trikotdieb ein Kind ist, mischte sich Tarek ein. Vielleicht ein Kind und ein Erwachsener, überlegte Antonia. Es hätte doch viel zu lange gedauert, alleine die Leine abzuhängen. Auf dem einen Stuhl könnte ein Kind gestanden haben und ein Erwachsener hat die Leine an der anderen Seite abgenommen. Finn seufzte. Tja, und ihr habt seine Spuren zertrampelt. Antonia und Selina blickten sich erschrocken an. Finn hatte recht. Sie waren auf die Stühle geklettert, ohne nachzudenken. Jetzt war die Spur des Fußabdrucks, den sie entdeckt hatten, zerstört. Vielleicht ist ja auch meinem Film was zu erkennen, meinte Selina. Ich habe heute Morgen meine Oma gefilmt, als sie die Trikots aufgehängt hat. Sie sah zu ihrem Bruder hinüber. Als Beweis, dass du dich wieder einmal um nichts gekümmert hast. Torben grinste sie an. Na, dann war es ja gut, dass ich so lange geschlafen habe. Selina stöhnte. Was sollte sie zu einem solchen Bruder auch sagen? Lieber kümmerte sie sich um die Aufnahmen. Vielleicht war darauf etwas Wichtiges zu sehen. Hier sieht man, wie die Selina und ihr Bruder sich streiten. Zumindest diskutieren. Während Selinas Oma den Tisch abräumte, umringten die anderen Selina. Finn schimpfte, weil Tarek ihm außersehen seinen Ellbogen in die Seite stieß. Aua! Gespannt beobachteten sie Selinas Großmutter auf dem Display. Im Vordergrund tobte Mia mit Akro, dem hellbraunen Mischlinghund und der Familie. Im Hintergrund waren die Wäscheleien zu sehen. Der Korb steht auf dem Stuhl, stellte Antonia fest. Tarek deutete auf die Hecke, die den Bauernhof umgab. Da ist noch etwas. Es sieht aus, als würde es fliegen. Sie erkannten etwas Blaues, das über der Hecke schwebte. Was war das? Vielleicht ein Luftballon oder ein Modellflugzeug oder etwas ganz anderes? Zeig noch mal her, meinte Antonia, die nichts mehr sehen konnte, weil immer wieder entweder Selinas oder Tareks Kopf im Geweg war.
Das Display ist einfach zu klein, um genaueres zu erkennen, murrte Finn. Komm, wir fahren ins Hauptquartier und schauen uns den Film dort an, schlug Tarek vor. Das Hauptquartier der Bloggerbande befand sich in einem Raum hinter dem Friseursalon von Tareks Vater. Die vier standen auf und wollten sich gerade auf ihre Fahrräder schwingen, mit denen sie zu Selinas Hof gekommen waren. Da erschien Torben mit einem breiten Gesicht, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ich weiß, wer es war. Selina wusste nicht, ob sie sich freuen oder ärgern sollte. Insgeheim war sie stolz darauf, dass sie der Bloggerbande einen Fall beschert hatte. Außerdem hätte sie ihrem nervigen kleinen Bruder gerne gezeigt, dass ihrer Bloggerbande kein Kindergarten war, wie er es immer behauptete. Um 11:30 hatte Papa einen Kunden, der seinen Sohn dabei hatte. Der Sohn ist hier herumgelaufen, als Papa mit dem Mann gesprochen hatte, berichtete Torben. Selina schüttelte den Kopf. Eigentlich achtete ihr Vater immer sehr darauf, dass niemand Fremdes alleine auf dem Hof unterwegs war. Wahrscheinlich hatte er im Gespräch gar nicht mitbekommen, dass der Junge losgelaufen war, um den Hof zu erkunden.